Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 online und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Oh, solltet ihr euch dazu entscheiden, würde mich sehr freuen. Wir sind jetzt bei Viaco. In einem Bambuswald. Wir tanzen einen Seelentanz. Ich werde Aramitama jetzt entfesseln. Mein Schicksal liegt in deinen Händen. Sieht vielversprechend aus. Ich will auf Tank. Jetzt muss ich hier Main Tank machen, oder was? Die lachen sich das im Discord kaputt, die werden mir gleich irgendwie die Akku geben oder sowas. Irgendwie sowas wird passieren. Gefangen! Lassen einfach die Raldi sterben, damit ich die Akku kriege oder so. So schätze ich die ein im Discord. Übrigens, meine Gilde hilft mir. Auf YouTube mal ganz kurz angemerkt. Die hilft mir mal wieder aus der Patsche hier. Weil wir haben über eine halbe Stunde fast gesucht. Also. Hat doch gesagt! Aramitama! Seelenvernichtung! Ich mach gleich meine Tankstands einfach raus. Ich hab keine Ahnung, was man hier machen muss. Stürmt los, meine zwei Gesichter! So geil. Diese Dungeons sind einfach, oder die Innis sind einfach so gut. Pfeile meines Zorns! Niemand entkommt ihnen! Ich
habe sowas noch in keinem anderen MMO gesehen, sowas hier. Noch nie. Erinnert mich extrem an Nier Automata. Diese verschiedenen Spielgenres, die da vermischt werden. Bullet Hell und so Sachen. So, dann gebe ich mal dieses Lied wieder ab.
So, dann machen wir hier weiter. Ein vortrefflicher Kampf. Aber was hätte ich anderes von einem Götterbezwinger erwarten sollen? Du erinnerst mich an unseren alten Freund. Es geschah vor vielen, vielen Jahren. Zu einer Zeit, als Domo noch gar nicht existierte. Vielen lieben Dank fürs Folgen an Chronoviewer. Ausgestoßen von den Meinen und gejagt von den Deinen, war ich vollkommen allein. Um die Jäger zu meiden, zog ich mich tief in die Berge zurück. Dort ertrug mich meine Einsamkeit. Doch ein erlösender Tod war mir nicht vergönnt. Die Jahre verstrichen, bis sich schließlich erste Zauberkräfte bei mir herausbildeten. Jetzt hatten die Leute erst recht Angst vor mir. Ich verfluchte mein Leben, doch dann traf ich ihn. Eines Tages spürte ich eine Präsenz in meinem Revier. Ein unbekannter Mann, den ich noch nie auf dem Berg gesehen hatte. Ich dachte, ich hätte es mit einem weiteren Jäger zu tun und wollte ihn vertreiben. Also ließ ich ein markerschütterndes Brüllen erklingen. Sterblicher, der du es wagst, mein Reich zu betreten, knurrte ich in meiner Sprache. Wenn du nicht sofort verschwindest, reiße ich dir alle Gliedmaßen aus. Doch der Mann blieb ruhig und erwiderte nur: Lass das brüllen, mein Freund. Mein Name ist Tenzin und durch eine schicksalshafte Fügung verstehe ich die Sprache der Tiere. Sehr gut, das vereinfacht die Dinge, erwiderte ich. Wie ich schon sagte, wenn du nicht gefressen werden willst, dann kehre auf der Stelle um. Doch der Mann zeigte sich völlig unbeeindruckt. Selbst wenn ich wollte, ich könnte es nicht. Wer so stark ist wie ich, der wird gefürchtet. Man hat mich verstoßen und seither lebe ich in völliger Einsamkeit. Ich glaube, wir haben so einiges gemeinsam. Diese Worte aus seinem Mund. Du kannst dir vermutlich nicht ansatzweise vorstellen, wie glücklich sie mich machten. In jeder Nacht hörte ich beim Einschlafen zum ersten Mal den Atem eines anderen Lebewesens. Es war beruhigend und aufregend zugleich. Fortan gingen wir gemeinsam auf Reisen. In einer Welt, die uns verstoßen hatte, spendeten wir uns gegenseitig Trost. Entschuldige, es scheint, wer lange lebt, der spricht auch viel. Lass uns zum Reisenschrein zurückkehren. Genbu wartet sicher schon gespannt auf Nachricht vom Ausgang des Kampfes. Furi kann dich zum Schrein geleiten. Er wartet am Höhlenspund auf dich. Am Höhlenspund. Am Höhlenspund natürlich. Der Höhlenspund gibt's nicht. Oh, da müssen wir wieder so weit fliegen, ne? Macht keinen Sinn, da unter Wasser zu gehen. Ah, fliegen wir dahin. Das Schöne ist, das nächste Ding, was wir machen müssen, ist ein Dungeon. Und das können wir vielleicht sogar noch hinbekommen, dafür Leute zu finden. Realistisch. Das Trial danach, das machen wir dann halt morgen. Das Dungeon versuchen wir nachher noch zu machen. Wenn das klappt, super. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann mache ich das morgen. Da hätten wir die Hälfte durch, ne, glaube ich, oder? Was war das nochmal? Die drei Trials, zwei Dungeons? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, drei Trials, zwei Dungeons war es. Da hätten wir schon mehr als die Hälfte durch dann, oder? Ja. Danach folgen ja zwei Trials. Ich hoffe, dass ich dann morgen... das wird schwer. Ich versuche vielleicht um 16 Uhr zu streamen. Dann müssen wir aber früher aufhören morgen. Weil dann muss ich abends noch arbeiten. Weil wenn wir um 16 Uhr streamen, dann kriege ich auf jeden Fall Mitspieler. Wegen dem Roulette und so. Habe ich ja vorhin erklärt. 16 Uhr ist der Reset nochmal für Barock dann, ne? Der Reset ist um 16 Uhr, das heißt um 16 Uhr kannst du am schnellsten Spieler finden. Weil die Leute loggen sich dann ein und machen ihr Roulette und deswegen findest du dann immer Spieler. Also die Tagesbelohnung resettet sich dann. So. Soll ich dich zum Schrein bringen? Ja. Mach du mal. Genbu, ich hab's geschafft. Altes Haus.
Es sieht ganz so aus, als hättest du Erfolg gehabt. Jetzt braucht Byakko seine Aramitama nicht mehr zu fürchten und wird im Vollbesitz seiner Kräfte sein, wenn es darauf ankommt. Wir stehen tief in deiner Schuld, Potato. Was macht Soroban da? Soroban verfügt ebenfalls über Zauberkräfte. Deshalb habe ich ihn gebeten, uns beim Sprechen des Baumbanns zu helfen. Wie du siehst, übt er schon fleißig. Bislang stellt er sich äußerst vielversprechend an. Ich brauche dringend mal eine Pause. Stell dich nicht so an! Wir hören erst auf, wenn du den Spruch im Schlaf beherrschst. So lebhaft war unser kleiner Kreis schon lange nicht mehr. Nicht seit unserer Reise mit ihm. Ihm. Jetzt sag doch mal endlich, wen du da immer meinst. Du hast recht. Ich schulde euch eine Erklärung. Ich spreche von Tänzen, einem Mann mit einer ganz ähnlichen Gabe wie Potato. Ich glaube, ihr nennt sie die Kraft des Transzendierens. Die Leute, die ihn trafen, beschimpften ihn deshalb als Ketzer. Aber Tenzin hatte ein gutes Herz. Er war stets für jeden da. Bis der Kampf mit Koryo sein Schicksal besiegelte. Wir vier waren damals erst etwa 100 Jahre alt und noch zu schwach. Wir konnten Tenzin bei seinem Kampf nicht helfen. Mit letzter Kraft bannte Tenzin den Drachen und überreichte uns einen seltsam leuchtenden Stein, den er am Ende seiner Reise gefunden hatte. Dem Stein haben wir es zu verdanken, dass wir zu Iju werden konnten. Das glaube ich zumindest. Tenzin bat uns auch, diesen Schrein zu errichten und unsere Kräfte zu mehren, um das Siegel zu stärken. So, jetzt haben wir aber genug in Erinnerung geschwelgt. Auf dich warten noch zwei weitere Kämpfe, Potato. Erst einmal aber sollst du dich von deinem Kampf gegen Byakko erholen. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich an Senri wenden. In Ordnung. Ich gehe dann schon mal heim. Ruhe dich gut aus, Potato. Tschüss. Wunderbar. Ich werde mich anschließen. Hohoho. Nicht so schnell, mein Freund. Dein Training ist noch lange nicht beendet. Du bleibst schön hier. Was? Na gut, aber nur weil ich so ein gutes Herz habe. Ist das klar? Kannst du Bunshin bitte ausrichten, dass ich fürs Erste wohl nicht heimkehren kann? Das können wir ausrichten. Da können wir sogar teleportieren, glaube ich, ja. Nur danach müssen wir wieder zurück. Hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. So. Genbu, bei euch wundert mich gar nichts mehr. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, dann richte ihn doch bitte aus, dass er die Dienste von Soroban so lange beanspruchen darf, wie er möchte. Übrigens, es war gerade ein seltsames Tierchen mit einem Brief im Maul hier. Ich war so frei, einmal einen Blick hineinzuwerfen. Und es sieht so aus, als wäre der Brief für dich. Wenn du uns besuchen möchtest, während du dich von deinem Kampf mit Byakko erholst, dann komm zum Höllenspund. Furi wird dich dort erwarten. Sieht so aus, als würde der Brief von Genbu stammen, nicht wahr? Falls du am Schrein vorbeischaust, sieh doch bitte auch nach Soroban und bestell ihm schöne Grüße von mir. Bunshin fragt sich, wie es Soroban wohl geht. Schön, dass du uns mal wieder besuchst. Soroban hat sich seit unserem letzten Treffen nicht mehr blicken lassen. Ob er immer noch unter Genbu trainiert? Hallo Potato, ich bin's, Tataru. Entschuldige, falls ich störe, aber ich habe ganz plötzlich an Soroban denken müssen. Der trainiert immer noch am Reisenschrein, nicht wahr? Das ist sicher ganz schön anstrengend und da dachte ich mir, ich könnte ihm zur Aufmunterung vielleicht mal ein kleines Geschenk vorbeibringen. Magst du nicht mitkommen? Er würde sich bestimmt freuen, dich auch zu sehen.
wie man zum Schrein kommt, weißt du doch sicher noch, oder? Furi wacht sicher noch am Höllenspund und lässt sich gerne rein. Ich mach mich gleich auf den Weg. Bis später, Potato. Wenn das mal nicht ein Wink des Schicksals war. Grüße, Genbu, bitte auch recht herzlich, wenn du Soroban besuchst. Hin und zurück. Aber das ist... Man muss dazu sagen, damals wurden die Sachen in verschiedenen Patches released. Das heißt, das war kein Hin und Zurück. Also es ist jetzt, nachdem alles draußen ist, ist es Hin und Zurück, Hin und Zurück. Deswegen... Früher kam dann irgendwie Patch 4.2 raus, dann gab es nur dieses eine Ding, was wir jetzt gemacht haben. Dann kommt Patch 4.3 und dann gab es das jetzt hier als neues Ding dazu. Na, deswegen... Es ist dem verschuldet, wie das gewachsen ist. Ach ja. Ach ja, ach ja. Aber ich mag die Questreihe bisher. Genauso gerne wie die Kriegstriade. Die fand ich auch sehr schön. Das ist eine schöne kleine Questreihe, muss ich sagen. Und die Innis bisher waren sehr schön. Also sowohl das Dungeon, das war echt gut. Und das gerade eben war auch richtig gut. Wie heißen die nochmal? Heilige Tierdingsblups, Tierheiligen, die Tierheiligen geht. Das geht gerade. Und selbst. Und danach ist nicht mehr so viel. Dann 4.2 noch fertig machen. Dann 4.3 fertig machen. Dann ist nicht mehr ganz so viel danach. Dann noch 4.4 und 4.5, aber mal schauen. Mal schauen. Hohohoho. Du kommst gerade recht. Ist das kleine Zwerglein diesmal zu Hause geblieben? Zwerglein, Zwerglein, Zwerglein. Das Zwerglein hat auch einen Namen, weißt du? Merk ihn dir gefälligst, sonst mache ich Suppe aus dir. Und von den Takoyaki, die ich dir mitgebracht habe, bekommst du auch nichts ab. Ho, ho, ho. Das will ich natürlich gerne verhindern. Also gut. Ich werde mich von nun an hüten, dich Zwerglein zu nennen, Zwerglein. Wir können jede Stärkung gebrauchen, denn es gibt viel zu tun. Die Ausbildung von Soroban geht ganz gut voran, doch wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir ohne deine Hilfe nicht weiterkommen. Soroban hat tolle Fortschritte gemacht, aber es will ihm einfach nicht gelingen, die Menge an Zauberkraft zu beschwören, die wir zur Bannung von Koryo brauchen. Eigentlich müssten wir uns langsam Gedanken um die Aramitama der anderen Tierheiligen machen. Aber ohne Soroban kann unser Plan nicht gelingen. Ich habe deshalb vor, bei seiner Ausbildung etwas nachzuhelfen. Oh Jemine, ich will gar nicht wissen, was da wieder auf mich zukommt. Keine Sorge, mein Freund. Du brauchst nichts weiter zu tun, als eine Schatulle zu öffnen. Was? Mehr nicht? Na, wenn das so ist... Es ist natürlich keine gewöhnliche Schatulle. Ich rede von der Schatulle der rinnenden Zeit, einer heiligen Insignie, die den Lauf der Zeit beschleunigen kann. Das klingt schon gar nicht mehr so harmlos. Warum müssen wir die Zeit denn beschleunigen? Um dich kurzzeitig zu einem Tsuiju zu machen, dadurch wirst du lernen, deine Zauberkraft zu beschwören und so deine Ausbildung beenden. Du willst mich um 1000 Jahre altern lassen? Klingt wie die Schachtel, die du im Shisui-Palast gefunden hast, Potato. Wohl wahr. Im Shisui-Palast gibt es eine ähnliche Schatulle. Sie ist allerdings eine klägliche Kopie, die lediglich eine äußerliche Alterung bewirkt. Die heiligen Insignien werden häufig gefälscht. Die Schatulle der rinnenden Zeit wurde von einem Tsuiju gefertigt. Sie ist etwas ganz Besonderes. Er war sehr alt und hatte so manchen Schicksalsschlag erlebt. Viele seiner Weggefährten waren von ihrer Aramitama vereinnahmt worden und hatten große Katastrophen ausgelöst. Doch jedes Mal stellte er sich ihnen entschlossen in den Weg.
Leider konnte auch er seiner Aramitama nicht ewig entkommen. Um das Unausweichliche zu verhindern, fertigte er die Schatulle an und führte seinen Tod herbei. Ihr Zuizo könnt einem wirklich leid tun, zu mächtig und ganz normal zu sterben. Wie traurig. In den falschen Händen könnte die Macht der Schatulle der rinnenden Zeit verheerend sein. Deshalb hat man sie tief im Kompass der Schwalbe verborgen. Doch wer diesen Ort betreten will, muss sich darauf gefasst machen, es mit einem herrenlosen Kriegsgott und seinem Gefolge aufnehmen zu müssen. Außerdem wird der Eingang von einem geomantischen Siegel geschützt. Ich habe Kamaitachi damit beauftragt, es für dich zu öffnen, Potato. Und du, Soroban, du wiederholst bis zum Eintreffen der Schatulle am besten noch einmal all deine bisherigen Lektionen. Oh nein, bitte nicht. Guten Abend, Kurama. Ach ja. Ah, ein Yangtze ist das, okay. Ah, da. Ich habe mich schon gefragt, was das ist. Ich hatte mich schon gefragt, was das da hinten ist. Ich weiß genau, wo wir hingehen. Ja, muss, ne? Und selbst? Alles schick bei mir. Soweit. So gut. Vorausgesetzt, wir schaffen es gleich noch, die drei Leute für den Dungeon zu finden. Und dann kann ich ins Bett. Yay. Aber heute habe ich auch schon wieder fast 5 Stunden. In der Woche ist schon... 5 Stunden ist schon echt mein Maximum. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich das morgen schaffe, früher anzufangen zu streamen. Ach, bei Dungeons gibt es kein zu schlecht. Dungeons sind nicht schwer. Dungeons sind nicht schwer. Ja, solange ein Tank und der Heiler funktioniert. Da bist du ja endlich. Ich warte schon eine halbe Ewigkeit hier. Du willst in den Kompass, nicht wahr? Ich war mal so frei, das geomantische Siegel am Eingang für dich zu entfernen. Eins noch, bevor du aufbrichst. Die Schatulle der rinnenden Zeit wird sehr gut bewacht. Da du mit Byakko fertig geworden bist, mache ich mir zwar keine großen Sorgen, aber nimm das trotzdem nicht auf die leichte Schulter. Kompass der Schwalbe nun zugänglich. Ah, Mist. Mist. Der Part ist erst 28 Minuten. Aber dann ist es halt leider so. Das passiert schon mal. Dann ist halt manchmal auch ein Part unter 30 Minuten. So, meine lieben Freunde auf YouTube, ne? Euer Potato Bett verabschiedet sich. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht irgendwas Besseres, an dem euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann, tschüss!